Und Allah sagt: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وإلهكم إلهكم إله واحد. Er sagt: Und jene, die neben ihn, والذين يدعون من دون الله, neben ihn anderen, die, hier wird das Wort Dua benutzt. Es ist aber nicht nur beschränkt auf das Dua Mas'ala, das Bitten und Anflehen. Das Wort Dua, wie Sheikh al-Islam Taymiyyah sagte, hat im Koran zwei Verwendungen. Manchmal sehen wir, in manchen Versen ist eines davon gemeint, manchmal beides gleichzeitig. Einmal Dua al-Mas'ala, das Dua der Mas'ala, der Bitte. Dua im Sinne, ja, nicht erfragen, erbitten deiner Wünsche und Bedürfnisse. Und einmal Dua al-Ibadah. Das Wort Dua wird auch verwendet für jede Ibadah. Das Salah ist Dua, die Zakah ist Dua, die Istighatha, der Hilferuf ist Dua, die Furcht vor Allah ist Dua, die Hoffnung auf Allah ist Dua, das Vertrauen auf Allah ist Dua. Dua al-Ibadah, also jede Ibadah wird auch Dua genannt. Und hier ist nicht, hier könnte auch beides gemeint sein. Und jene, die neben Allah das Dua an andere widmen, also die Hilferufe, die Opferung, die Gelöbnisse und so weiter, la yakhluquna shay'a, sie haben nichts erschaffen oder erschaffen nicht. Sie taugen nicht dazu, etwas zu erschaffen. Und das bezieht sich auf jedes Geschöpf neben Allah. Die Anbiya gehören dazu, die Malaika gehören dazu, die frommen Awliya gehören dazu, jeder. Und das ist eine der Verse, die man unter anderem sich einprägen sollte, wenn man mit Grabanbetern oder sonstigen Leuten zu tun hat, die fromme Menschen außer Götzen anbeten. Weil viele von ihnen beschränken die Ayat über den Schirk auf Götzen. Und dieser Vers ist allgemein: Alle, die nicht erschaffen, alle, die nicht dazu, diese Eigenschaft, die Macht dazu verfügen, etwas zu erschaffen, verdienen es nicht, angebetet zu werden. Und keiner der Mushrikun sagt, dass die Anbiya erschaffen. Keiner von ihnen sagt, dass die Malaika und die Awliya erschaffen. Und demgemäß müssten sie auch akzeptieren, dass sie, dass die Dawah nicht an sie gerichtet werden darf. Jedenfalls, warum yukhlaqun? Ein weiterer Grund, warum sie nicht der Anbetung würdig sind. Sie sind selbst erschaffen. Sie erschaffen nicht und sind selbst erschaffen. Und dann noch ein weiterer Vers, in dem Vers sagt Allah, beschreibt sie mit einer weiteren Eigenschaft. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass es sich hier nicht nur um Götzen handelt, um Steine und um grundsätzlich leblose Dinge. Amwat, Reimahya, verstorben, Tote, die nicht lebendig sind. Und sie wissen gar nicht, sie spüren gar nicht, wann sie auferweckt werden. Und dann sagt er, euer Ilah ist doch nur ein Ilah. Und Allah sagt, وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. Und diene und rufe neben Allah keinen anderen Ilah auf. Es gibt, der Ilah ist nur ein Ilah. Aus diesem Vers entnehmen wir eine andere Sache, dass auch die falschen Götter Aliyah genannt werden. Allah sagt ja selbst, rufe neben Allah keinen anderen Ilah auf. Also sind es Aliyah. Aber es sind zu Unrecht genommene Aliyah, falsche Aliyah, Aliyah und Batila. Aber wie Zamakhshari sagte, Al-Ilah ist Mujins. Das Wort Al-Ilah ist ein Kollektivnomen. Kollektivnomen. Das wird für alles, für alles benutzt, das angebetet wird. Und deswegen sagt Al-Jawhariyu in seinem Wörterbuch, Al-Jawhari ist einer der frühen Sprachgelehrten, er sagte, Kullu man abada shay'an faqad ittakhadha ilaha. Jeder, der irgendjemanden sich mit den Ibadat zuwidmet, der hat ihn sich zum Ilah genommen. Der hat ihn sich zum Ilah genommen. Jeder, der sich mit einer Ibadah jemand anderen zuwidmet, der hat ihn sich zum Ilah genommen. Und das ist auch wichtig, solche Aspekte zu kennen, denn jemand, der sagt, der die Mushrikun, die andere neben Allah anbeten, aufrufen, für sie opfern, für sich vor ihnen niederwerfen, vor ihnen ständige Furcht haben, Hoffnung in ihnen hegen. Na, wie kann man sagen, die sind entschuldigt wegen der Unwissenheit? Der hat hier mit seiner Tat
mit seinem Verlangen, mit seinem Anflehen hat er sich ausdrücklich, definitiv seinem Wort widersprochen. Er sagt, es gibt kein Ilah außer Allah. In der Tat hat er Dutzende Aliha außer Allah. Jeder, der etwas anbietet, hat sich diesen zum Ilah genommen. Und na, jedenfalls, aus all diesen und ähnlichen Versen ist zu entnehmen, dass jene Dinge, welche die Ahlul Jahiliyyah sich zu Aliha nahmen, bei Not und Widerwärtigkeiten aufgerufen worden sind und man sie um Erlösung bat. Zweitens, also in diesem Sinne haben sie geglaubt, sie haben gewisse Autoritäten. Ja. Sie haben gewisse Autoritäten in der Verwaltung, in der Lenkung der Dinge. Sie haben gewisse Macht. Sie haben gewisse Anteile. Sie sind in der Lage, Übel abzuweisen, das Gute einzuleiten, na, und so weiter. Die Bittgebete zu erhören. Dieser Glaube war existent bei ihnen. Aber das ist nicht der einzigste. Wir kommen noch zu Nummer 2 und 3. Zweitens, ihre Aliha waren nicht nur Gegenstände, wie wir bereits betont haben, oder Engel oder Djinn, sondern auch verstorbene Menschen. Wie Allah sagt, Amwatun ghayru ahya. Amwat, Tote, nicht lebendig sind sie. Und dieser Vers beinhaltet auch eine andere Art, ein Hinweis oder ein Tadel und eine Darstellung der Unvernunft jener, die sich an leblose oder verstorbene Dinge wenden. Warum tadelt Allah Jalla sie bei der Anbetung dieser Dinge? Weil sie verstorben sind. Na? Und dies ist ein Hinweis, dass man sich an den widmen sollte, der des Lebens Bewahrer ist und von unabhängigen, vollkommenen Lebens ist. Das unabhängige, vollkommene Leben, das gebührt nur Allah Jalla. Deswegen sein Name Al-Hayy. Der von sich selbst ausseiend ist. Der bei seinem Sein, seiner Existenz, bei seinem Leben von nichts abhängig ist. Und alles andere außer Allah Jalla ist in seinem Leben abhängig, nicht von sich selbst seiend. Und der Beweis dafür ist, dass wir in die Kategorie der kontingenten Dinge gehören. Kontingenten Dinge, das heißt, es kann existieren, es kann auch nicht existieren. Es kann existieren, es kann auch nicht existieren. Wir wissen es daher, weil wir vorher nicht existiert haben und weil wir wieder irgendwann aufhören werden. Jedenfalls drittens, sie glaubten, dass ihre Aliha sie hören und erhören. Dass sie hören und erhören.